ich habe Sarah Nemtsov zum ersten Mal kennenlernen können, eigentlich an der Hochschule in Dresden. Ich kannte ihre Musik, aber ich kannte ihre Oboenstücke nicht und ich fragte danach. Das Stück ist im 2003 entstanden, Deconstruction 2. Und dieses Englischhorn-Stück war aus Begeisterung für das Englischhorn und dass es auch noch so wenig Repertoire fürs Englischhorn gab. Und es gab eine Englischhornistin damals, die sich neues Repertoire gewünscht hat. Und Sarah hat gesagt, ich schreibe dir ein Stück. Schrieb das, aber es kam leider nur einmal zur Aufführung. Ich glaube, man kann sagen, es war so genau diese Übergangszeit für sie, wo sie Oboe studiert hat und wo sie dann weiter mit Komposition gemacht hat. Also sie hatte beides gemacht, aber es war so ein bisschen dieser Wendepunkt in ihrem Leben vielleicht zwischen Oboistin sein und Komponistin. Also ich spüre in dem Stück sehr gut, dass sie selbst auch das Instrument spielt und äußerst gut kennt. Es ist relativ klassisch, obwohl es auch einige Mehrklänge gibt. Es gibt einige Vierteltöne und andere Farbgriffe, wo man dann für denselben Griff eine ganz andere Klangfarbe findet. Viele schreiben auch Englischhorn im Zusammenhang mit Oboe in einem Stück, aber Englischhorn quasi als Hauptinstrument in dem Stück zu haben, ist ziemlich selten und auch ich finde, dass es eher unglaublich gelungen in diesem Stück. Es ist teilweise sehr virtuos. Die Vierteltöne, die vorkommen, die klanglichen Reize, die sie benutzt, auch in dem Umfang, in der Tiefe, in der Höhe, sind wunderbar. Es fängt eigentlich relativ sparsam an in dem ersten Satz, aber endet quasi mit einer Art Kadenz für das Englischhorn alleine. Es gibt ein Satz, was unglaublich virtuos ist und schnell, wo das wirklich eine ziemliche Herausforderung war, das so ineinander zu kriegen und zusammen, weil es äußerst schnell ist, aber auch wirklich wunderbar. Und es gibt ganz sparsame Sätze, wo nur eigentlich relativ wenig passiert, die ich genauso spannend und schön finde.